Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Remember Me. Im letzten Part haben wir Bad Request hier unten gefunden und Johnny Greenteeth besiegt. Und wir sollen jetzt hier fliehen, weil hier ist Selbstzerstörung ausgelöst worden. Kann ich hier mit dem Sarg irgendwas anfangen? Ich könnte hier wieder in den Sarg hineingehen. Okay. Gucken wir uns aber erstmal hier drüben um, weil ich kann das Solarpanel garantiert nicht, nicht einfach ohne Grund zerstören. So, erstmal heilen wir uns. So, was haben wir hier noch so Schönes? Ah ja, hier haben wir einen Mnesist. Okay. Das war's dann auch schon, wie es aussieht. Na gut. Also wieder rein in den Sarg, wie schon beim letzten Mal. Na, nehmen wir Bad Request noch mit? Nein, machen wir nicht. Wäre vielleicht auch ein wenig eng. Ich weiß es nicht. Naja. Und damit sind wir dann hier auch aus der Anlage entkommen. Na Mensch. Die Menschheit ist eine zerbrochene Reihe freier Menschen, die aufgrund ihrer Subjektivität isoliert sind. Okay. Der Brodem der Bastille hat sich verzogen. Ich sehe alles klar. Memorize, Sensen, die Leaper, die grausamen, geheimen Experimente. Alles hängt zusammen. Nein, sag ich. Ich will diese falsche Utopie zerplatzen lassen, sie zerfetzen. Ich muss den Konzeptionswürfel finden, im Herzen von Charles Cartier Wells Mnemopolis. Dort wird der Sensenfluch gehütet. Sicher und warm, im kobaltblauen Schein von Memorize zentralen Servern. Nichts wird mich davon abhalten. Weder die mörderischen Maschinen, noch die brabbelnden Leaper, oder der Vater, von dem ich nichts mehr weiß. Okay. Episode 7. Ah ja, gibt's also doch noch eine Episode 7. Da habe ich doch gar kein Achievement mehr für gesehen, die zu beenden. Na, was auch immer. Das verlorene Paradies. Gut, wir wollen uns jetzt also auch gegen unseren Vater auflehnen, weil von dem wissen wir eh nichts mehr. Das ist ganz praktisch, ja. Das ist ein cooles Luftschiff. Ich meine, das ist das gleiche, was wir vor ein paar Folgen schon gesehen haben von Olga, aber es sieht einfach nur fucking cool aus. Lass Memorize implodieren, sodass die Welt selbst den Namen Cartier Wells vergisst. Wenn alles vorbei ist, stoßen wir auf David an. Okay, machen wir, Olga. Danke, Olga. Übrigens, David ist nicht tot. Vermutlich. Dass er gestorben ist. Was für eine Rekrutin. Das habe ich manipuliert. Du hättest sie früher anheuern sollen. Sorry. Okay, Konzentration. Finde den Zugang zum Hauptsicherheitsposten von Nemopolis. Okay, machen wir. So, erstmal will ich mich hier noch ein bisschen umgucken, ob hier noch irgendwelche Mnesiste oder ähnliches rumfliegt. Sieht aber nicht so aus. Wow. Heavy Breathing Nillin. Oh Gott, ich muss rekonfigurieren. Nein, rekonstituieren. Ach, verdammt! Ich wusste es. Ich wusste es. Denke ich. Was war es? Okay. Da, die Frau. Ich kenne sie. Sehr gefährlich. Hab sie schon mal gesehen. Nein, sie war. Stoppt sie! Stoppt sie jetzt! Da! Schnappt sie! Haltet sie auf!
Schnappt sie! Das ist doch der, dem ich die Sicherheitscodes geklaut habe, oder? Um in das Büro von Cartier Wells, also von Trace. Unserer Mutter zu kommen? Genau, Irre Trace. Und unvernichtbar. Hm. Ich okay. Die so, ach. Okay, natürlich. Natürlich sind das die. So, ups. Na, wow. Ach, die auch noch, ja? Na gut. So, aber. Ach. So, erstmal den hier zerstören, damit der uns nicht mehr nervt. So. Sehr gut. So, dann können wir ihm den Schild zerstören. So. Sehr gut. Na, das passt doch. So. Na Mensch, die Kombos wollen jetzt auch wieder. Im Vergleich zur letzten Folge. Wo die ja. Okay. Da habe ich jetzt einmal zu viel auf Treten gedrückt. Das gebe ich zu, das war mein Fehler. So. Okay. Ups. Ach, komm schon. Gut, dann eben. So. Ups. Okay, und hier noch weiter im Text. Okay, und der letzte. Ach, verdammt. Naja, egal. So. Das war so nicht geplant. Wahrscheinlich schon wieder irgendwo einmal einen Taste zu viel gedrückt. Naja. Was soll's. So, ah ja. Hier haben wir den, der in Frieden rosten soll. Oh. Das sind sogar zwei davon. Upsala. Rost in Frieden. Auf den da. Bitteschön. Und ich will weg hier. Ich will definitiv hier weg. So. Okay. So. Und dann. Ah, verdammt. Das ist einer von denen. Hä? Nee. Dann soll der da erstmal noch weg. So. Okay. Weg da. Wunderbar. Ach Quatsch, ich brauche ja die andere Kombo hier. Ja. So. Okay. Die hier. Auch nochmal. Uppala. Ups. Bloß hier aus dem Explosionsradius raus. Das könnte sonst sehr wehtun. So. Okay. Das läuft doch gerade schon mal ganz gut. So, dann ist das auch weg. Sehr schön. Dann wollen wir den hier noch umhauen. So. Ah, einer reicht schon. Okay. Na komm. Mhm. Ach komm schon. Na. Wirst du wohl. So, egal. Komm. Nehmen wir die. Ach komm schon. So, Schlag, Tritt, Tritt. So, danke schön. Okay. Dann nochmal die hier. Und überlassen, bitte. Dankeschön. So. Dürfen wir jetzt weiter? Ja. Nellen, gut. Finde diesen Wirrkopf von Claudi Zugangsprotokolle zum Konzeptionswürfel. Die gute Nachricht ist, dieses Mal ist er zu Fuß. Und die schlechte Nachricht? Sein Gedächtnis bröckelt weg. Er ist fast schon ein Lieber. Handle schnell. Wie ja, kriege ich ihn? Dann lass mich handeln. Geh auf zum Hauptsicherheitsposten im 103. Stock. Nimm den Lastenaufzug, um ihn abzufangen. Ja, danke. Hatte ich auch gerade vor. Meine Fresse. Vorsicht an der Plattform, könnte während der Fahrt. Mann. So, dann schauen wir uns doch mal
um. Oh. Oh, schon wieder so ein Robo. Na, ganz toll. Aber wenigstens weiß ich ja, wie der funktioniert. So im Großen und Ganzen. Ups. Ach, verdammt. Okay, wenn ich ihm ausweichen will, dann darf ich ihn nicht mehr anvisiert haben. Weil Nillen ansonsten nicht ordentlich wegspringt. Gut. Das ist gut zu wissen. Ups. So. Ja, dann kommen wir auf mich zugesprungen hier. So. Das ist der erste Arm. Hab ich den eigentlich so gehauen? Nö. Natürlich nicht. Warum denn auch? Ich zermalme dich mit deiner Hand. So. Rückballer. Ah, die Kameraführung ist nicht unbedingt die beste. Aber das geht schon. Irgendwie. Bestimmt. Oh, ich habe doch eigentlich... den hier gerade gemacht. So. Okay. Und hier nochmal ausweichen. Nochmal ausweichen. So. Ich hoffe ja, das passt noch. Ja, das passt. Okay. Wunderbar. So. Wie ging es jetzt weiter? Das weiß ich nicht mehr. Ach ja, genau. So ging es jetzt weiter. Okay. Da habe ich nicht mitbekommen, dass der das Active Time Event schon angefangen hat. Ups. Ja, okay. So. Okay. Und jetzt treten, dann bei dir schlagen und nochmal treten. Ja. Sehr gut. Den habe ich doch schneller ausgeschaltet als den letzten. Gut, der letzte war aber auch zum Kotzen. So. Okay, wo geht's hier jetzt weiter? Hier? Ja, das sieht richtig aus. Ab. Wollen wir hier einmal hoch? Oder ist hier noch irgendwo was anderes? Das sieht nicht so aus, als würde ich da hochkommen. Nö. Okay. Captain Trace ist also noch im Amt. Er hielt seine Krankheit geheim. Aber nun dreht er durch. Finde ihn schnell. Okay. So, und unter einer Treppe ist hier irgendwo... Wahrscheinlich unter der hier. Irgendwo ein ja, Sudpatch oder Focus Boost. Mal gucken. Sudpatch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So gefällt mir das. Okay. Hier können wir uns heilen. Das machen wir natürlich auch. Dankeschön. So. Okay. Was haben wir hier? Ich glaube, da unten will ich hin. Sieht zumindest ganz danach aus. So. Na gut. Dann will ich hier jetzt mal den Beförderungswagen rufen. Damit der hier andockt. So. Hallöchen. Dann starten wir den Wagen. Und halten den hier wieder an. So. Ah, kein Zugang für Menschen. Okay. Das heißt, es wäre auch nicht gut gewesen, wenn ich den nicht gestoppt hätte. Das wäre ein bisschen blöd geworden, wie es aussieht. So. Okay. Und dann hier einmal runterrutschen. So. Gut. Dann darüber springen. Ist hier noch irgendwas? Nein. Okay.
So, da will ich hin. Da wird es garantiert nicht durchkommen. So. Ah, okay, dann rufen wir den hier mal zum Andocken. Damit wir jetzt hier rüberkommen. So. Okay, da soll ich runter. Ja, das passt auch. Das passt, hier ist nichts anderes. Opa. Okay. Hui. So. Runter hier. Gut. Und wollen wir hier noch was? Rote 05. Da hinten. Okay. Da hinten wollen wir also hin, ja. Na dann. So. Dock mal an. Dankeschön. So. Na dann. Identifizierung Textilfertigungsanlage. Okay. Da will ich definitiv nicht hin. Moment, was? Ah. Ich sehe gerade, dass hier der. Okay. Aber wie dann? Ich glaube, ich muss mich jetzt einmal töten. Wobei, ne, muss ich glaube ich nicht. Da komme ich da ran von hier aus? Oder von wo aus muss ich das starten? Sekunde. So, jetzt sollte ich hier aber rankommen. Glaube ich. Oder? Ich versuche es einfach mal. Ja, okay. Wow, das war ein bisschen knapp. Aber hey, es hat funktioniert. Wow. Okay. So, hier rüber. Hier rüber. Und hier will ich mich jetzt runterlassen. So. Okay, wow. Was? Kontrolltafel, Wagenrichtung umkehren. Okay, werde ich mir gleich ansehen. Da ist die 05, das heißt hier irgendwo da hinten. Okay. So, nicht, dass wir den noch vergessen. Ne? Hier durch, da. So, das ist noch ein Sudpatch. Wow. Wie viele Sudpatches ich hier finde. Okay. Also ich denke mal, ich will hier die Richtung umkehren. So. Und jetzt hier mal einen Wagen zum zum Andocken rufen. So. Okay. Dann haben wir das schon mal. Starten wir den. Fährt der uns jetzt hier rum. Und den will ich hier jetzt stoppen. Um dann daran zu springen. So. Und hier jetzt auf die andere Seite rüber. So. Okay. Und nun? Wo bin ich wieder hier? Hä? Was? Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Moment, was? Ja. Wo muss ich hin? Hä? Muss ich... Ich verstehe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wo ich hier hin soll, gerade. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Sagt mir der Kompass, der sagt mir auch nichts. So wirklich. Nee. Identifizierung. Nicht wirklich. Bestimmungsort, 8. Etage, Krematorium. Okay. Was zum? So, dann springen wir doch hier nochmal ran. So. Können wir von hier aus noch irgendwo was machen? Da kommen wir nicht ran. Eigentlich nicht. Ich verstehe es nicht. Muss ich gerade ganz ehrlich sagen. Ich verstehe nicht, was hier von mir gewollt wird. Oder gewollt ist.
Nein, hier ist nichts weiter. Hier eine Drohne ran? Nee, das glaube ich nicht. Okay. Was? Was zum Teufel? Oder muss ich jetzt hier nochmal hoch? Hä? Ich bin gerade echt so ein bisschen verwirrt. Na, komm, rüber da. So. Okay. Oh, was haben wir da hinten? Aha. Starten wir mal den hier. Ah, okay, ich muss das Ganze umdrehen, damit ich hier jetzt in diese Richtung fahre. Ich verstehe. Okay, ich verstehe alles. Alles klar. Gut, dann war das doch relativ logisch. Ich habe es nur nicht kapiert auf Anhieb. Passiert. So, wo haben wir hier das nächste? So, blauer Arbeitsroboter an der Kurve. Aha. Du machst alles gut. Weiter vorne ist ein Aufzug zur Ladengalerie im 103. Stock. Geh durch sie hindurch zum Hauptsicherheitsposten. Trace wird dort sein. Okay, gut. Aber erstmal gehe ich hier hin, weil hier wird irgendwo noch ein Sudpatch oder ein Fokusboost liegen. Und du bist ein Fokusboost. Schade. Sudpatch wäre mir lieber, dann bräuchte ich nur noch eins für noch mehr Leben. Aber naja. Es ist halt so. Wow. Ey, das ist voll gefährlich hier. Es hätte mir voll auf den Kopf fallen können. Mach doch sowas nicht. So. Mit einer neuen Kind und über 5 Jahren Mitgliedschaft steht jetzt eine geräumige Nukleus. Okay, danke, dass ihr mir noch. Wo will ich jetzt lang? Ich glaube, ich will da lang. Oder ich soll da lang, also will ich erstmal hier lang. Oh, hi. Ah, natürlich. Mistbrecher. So. Ups. Machen wir sie fertig, so. So, okay. Ab. Ach, komm schon. So. Na, so, okay. Jetzt ist da erstmal der Schild noch weg. Nein, hier. Okay. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Komm schon. So, so. Ah, der letzte wollte nicht mehr. Na gut. So, gehen wir ins Combo Lab. Und schalten uns noch den hier, glaube ich, frei. Schlagtritt, Schlagtritt. Ja, schalten wir uns den erstmal frei hier. So. Okay. Da könnten wir jetzt theoretisch hier eine reine Lebensvernichtungskombo draus machen. Quatsch, eine reine Lebenswiederherstellungskombo. Nicht Vernichtung, wilde. So. Wow. 110 Leben wiederhergestellt. Really. Böse. Okay. Dann werde ich hier. Ja. Dann werde ich hier noch den mit reinsetzen. So. Und, nein, nicht den austauschen, den austauschen. Kann ich gar nicht. Ah, ich habe von denen keinen Schlag mehr übrig. Habe ich nicht freigeschaltet. Blöd. Das ist doof. Okay, aber. Moment, 2 Schläge, 2 Tritte habe ich. Das habe ich doch. Ja. Dann nehmen wir doch die beiden hier mal raus. So. Schlag. Up. Da noch ein Schlag. Da einen Tritt rein. Und da einen Tritt rein. So. Na bitte, die Espresso-Erholung passt doch. So. Sehr gut. Hier kommen wir. Machen wir nochmal den Schlag mit rein. Und sobald wir da dann noch was haben, kommt auch der dritte Schritt. Gut. So. Also ist hier doch der richtige Weg, ja?
Moment. Dann will ich doch nochmal hier reinschauen. Ah ne, hier brauche ich Energie. Okay, das heißt, das ist der richtige Weg, weil ich hier erstmal Energie holen muss. Und mit der kann ich dann den Fahrstuhl bedienen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ist alles sehr logisch. Man muss es nur einmal sehen. Okay, hier ist eine Brandschutztür, wo ich die Energie rausnehmen kann. Aber das bringt mir effektiv gerade gar nichts, weil ich dann hier nicht mehr rauskomme. Oder? Doch, komme ich. Okay, das dauert lang genug. Gut, dann haben wir hier auf jeden Fall die Energie für den Fahrstuhl. Ist hier noch irgendwo was? Nö, sieht nicht so aus. Gut. Na, dann wollen wir doch mal. Wobei, wir wollen nicht mehr diese Folge. Ich sehe gerade, wie lang die schon geworden ist. Meine Güte. Wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.